Gefällt er dir? Perfekt, ja. Und das hier? Auch, ja. Wisst ihr was, Leute? Das könnte super funktionieren. Hier könnte man noch eine Doppelnaht setzen, weil doppelt hält besser. Was meint ihr? Leute, was habt ihr denn? Dreh dich mal um. Das ist jetzt nicht wahr. Doch, ich bin wieder da. Hast du was vergessen oder wirst du bei uns bleiben? Beides, würde ich sagen. Aber warum? Wieso bist du wiedergekommen? Willst du, dass ich wieder gehe? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich werde dich mal drücken, ja? Keine Zeit für sowas. Wir müssen uns doch um den Videoclip kümmern. Aha. Und ganz kurz nur? Meinetwegen, aber nur kurz, okay? Also entschuldigt, Leute, aber in unserem Video dreht sich doch jetzt alles um Maggie und Jack. Bianca ist doch schon lange raus. Du kannst nicht einfach gehen und kommen ohne Konsequenzen. Nausicaa, Bianca ist die Sängerin der Moodboards. Es würde nicht ohne sie gehen. Aber du bringst mich da auf eine Idee. Wenn du jemanden wirklich gern hast, erwartet dich ein Leben voller Überraschungen. Also, das wäre mein Vorschlag. Was denkt ihr? Nur, dass ich's kapiere. Ich würde also die Polizistin spielen, die wie in einem Albtraum die Liebe zwischen den Tänzerinnen und Zinnsoldaten zerstört. Ich finde die Idee ganz passend. Hä? Schlimmer geht's wohl kaum. Aber Nausicaa, es ist doch so. Die Polizei stellt die Ordnung wieder her. Wer könnte das besser als du? Das ist allerdings richtig. Aber schaffen wir das denn mit den Kostümen? Natürlich schaffen wir das. Wir dürfen bloß keine Zeit mehr verlieren. Los, an die Arbeit! Alberto? Das wird hier jetzt aber hoffentlich kein Familientreffen. Papa hat mich nur vom Flughafen abgeholt und hierher gebracht. Ja, und es war gut, dass ich das getan habe. Die Akademie ist wichtig für euch. Na, wenn das so ist, danke, dass du sie wieder hergebracht hast. Sehr gern. Und Philippe. Also. Philippe war absolut enttäuscht. Er ist in den Flieger gestiegen, ohne sich zu verabschieden. Ich habe einen Brief in seine Tasche gesteckt. Ich hoffe, meine Entscheidung fällt ihm dann leichter. Das ist traurig. Ja, eher verwirrend als traurig. Ich bin schockiert, dass es so gekommen ist. Ich habe ihn sehr lieb, aber meine Entscheidung ist das Beste für uns beide. Ich hoffe, wir werden das irgendwann mal verstehen. Ja, ihr werdet euch doch sicher wiedersehen. Kann sein. Schicksal. Die Liebe ist doch ganz einfach viel zu kompliziert. Das klingt ja nicht sehr optimistisch. Ich war mir doch so sicher, dass Jacques mir diesen Anhänger schenkt. Das hat er aber nicht. Langsam denke ich, er war gar nicht für mich. Natürlich war er für dich. Es ist doch ein M. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Wenn ich mit dir darüber rede, wird alles viel leichter. Und weißt du was? Genau deswegen bin ich wieder hier. Komm, gehen wir. Okay. Ich suche jetzt Quinn. Und ihr macht inzwischen, was auf der Liste steht. Aber... Kannst du das lesen? Nausicaas Schrift ist kaum zu entziffern. Könnte von einem Arzt sein. Warte mal. Hier steht, verwende Extrakt von Rhabarber. Warum benutzen wir nicht irgendwas Normales? Dann gehe ich das Zeug mal suchen. Irgendwie müssen wir ja anfangen. Nein, Edu! Du darfst uns nicht alleine lassen. Das heißt, ich meine nicht einfach weggehen, denn dann bleiben wir ja mit der Aufgabe allein. Ja, sie hat recht. Du bist ein Teil der Gruppe, also setz dich hin und arbeite mit uns. Ja. Ja, ja. Leute, ich gehe ja nicht in die Bar. Ich hole nur diesen Barber. Für die Aufgabe, oder? Edu! Okay, das wär's dann. Ruhig, Maggie. Es ist nur Jacques. Der gute alte Jacques. Sag was. Sag was. Schöner Tag heute, oder? Ja. 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 Das heißt nein. Ganz schön grau. Aber ein schönes Grau, oder? Ja.
Ja. Und, bist du bereit fürs Konzert? Eigentlich nicht wirklich. Schön, das ist wirklich toll. Bis vor wenigen Tagen war es echt einfach, mit ihm zu reden. Jetzt liegt mir schon ein Stein auf dem Herzen, wenn ich ihn nur ansehe. Wenn ich doch nur aufstehen und ihn umarmen könnte. Da war irgendwas. Na. Ein Stein namens Marie. Es würde mich interessieren, warum ihr unbedingt zusammenarbeiten musstet. Fehlte es den Lussis vielleicht an guten Ideen? Absolut nicht, im Gegenteil. Unsere Ideen sind revolutionär. Das glaube ich kaum. Bitte, dann legt jetzt mal los. Es geht um die natürlichen Linien des Körpers, die wir durch Schmuckbesatz zur Geltung bringen. Oh, das haben in diesem Jahr alle gemacht. Ja, aber keiner kam auf die Idee, wie wir biologisch abbaubare Stoffe zu verwenden. Und was denkst du wohl, weshalb? Ach, wer will denn bitte Öko-Luxusmode? Wer kauft die schon? Ein völliger Widerspruch, eine Absurdität. Um ein Cover zu schmücken, bedarf es einer aufsehenerregenden Kollektion mit Stil, aber ganz gewiss nichts Absurdes. Und ihr? Oh, ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer sein kann als bei den Lussis. Eine Kollektion, inspiriert durch ein Mikrofon, und eine andere, inspiriert durch einen speziellen Freund. Man scheint mich veräppeln zu wollen. Was soll das hier? Hm? Wo ist denn jetzt der spezielle, inspirierende Freund? In meinem Kopf, da oben natürlich. Ihr seid ein Haufen naiver Kinder und ihr langweilt mich zutiefst. Selbst wenn es euch gelingen würde, auf ein Cover zu kommen, dann nur, um in der Branche gedemütigt zu werden. Welche Illusion zu glauben, ich wäre zufriedenzustellen. Ach, es ist sinnlos. Wie ich immer sagte, die Kritik verdirbt uns die Lebensfreude. Aber ich bin mein Favorit. Ah. Ich möchte nicht wegen eines Misserfolgs auf dem Cover landen. Keine Popularität um jeden Preis. Dass ich hier den Preis für die Miss Fashion Academy verleihen darf, und zwar an... Bianca, Bianca, Bianca. Mal sehen. Bianca! Bravo! Nein, nein, nein! Das ist nicht möglich! Ich bin perfekt für den Preis! Oh nein. Denn die perfekte Miss steht nach dem Stolpern einfach wieder auf, weil sie keine Angst davor hat, sich so zu zeigen, wie sie ist. Und das trotz ihrer Makel. Das ist eure Schuld, ihr Dummköpfe. Nausicaa, warte! Danke. Hier ist die Schärpe. So. Hier, oh, bitteschön. Oh, oh. Danke. Ich hab's gewusst. Ich hab's immer gewusst. Vielen Dank. Also ich widme diesen Preis heute meiner Mama. Entschuldigt. Oh. Nur ein kleiner Scherz. Also, Applaus! Bravo! Du warst wundervoll. Danke. Aber ohne dich hätte ich es nie geschafft. Dein Opa hatte recht. Gemeinsam können wir wirklich alles schaffen. Trotzdem möchte ich gern wissen, wer uns sabotiert hat. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß jetzt, wer uns geholfen hat. Es war Quinn. Ich glaube, er hat es für dich getan. Vielleicht wollte er dir was klarmachen. Quinn und ich sind nur Freunde. Das ist eine klare Sache. Tja, aber solche besonderen Freunde sind mehr wert als Gold. Manchmal vergessen wir, was für ein Glück wir haben. Ich meine, wir sind die Moodboards. Und jetzt haben wir sogar eine Miss. Bravo, ihr Lieben, das war fantastisch und du bist wunderschön. Schade, dass Alberto nicht hier war, um dich zu sehen. Ich glaube, jetzt können wir ihn anrufen. Aber natürlich, ruft ihn an. Das wird ihn bestimmt freuen. Und es gibt noch sehr viel, das ihr nicht über ihn wisst. Außerdem musst du ihm erzählen, dass du Miss Fashion Academy bist. Ja, dank Maggie und Onkel Max, der mich aufgefangen hat. Ich bin wirklich sehr stolz auf euch. Unfassbar stolz. Mua. Mua.
Bravo. Weiter so. Hast du das gehört? Er hat schon wieder gesagt, dass wir nicht alles über Papa wissen. Was meint er wohl damit? Keine Ahnung. Aber wir finden es noch raus. Jetzt müssen wir erst einmal telefonieren. Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Wir sind alle voller Makel. Aber wenn wir zusammenhalten, dann können wir perfekt sein. Perfekt in unserer Unvollkommenheit. Das ist es, hört zu! All das, was je über die ägyptische Kultur herausgefunden wurde, sind nur 30%. Das heißt, 70% sind noch tief vergraben. Das ist wirklich ein Mysterium. Da will man gleich aufbrechen und anfangen zu graben. Denkt doch nur an all diese Schätze. Seht nur all der Schmuck aus Gold und die Kupferrollen. Habt ihr gewusst, dass sie damit die Lebensenergie stärken wollten? Cozy! Wer weiß, wie viele Sit-Ups ich mit diesen Rollen machen könnte. Leute, wir sind auf dem richtigen Weg. Ägypten steckt voller Rätsel, Mystik, Faszination. Wir nehmen wertvolle Metalle, Stoffe in den Farben Silber, Kupfer, Gold. Für eine Kollektion, an die man sich erinnern wird. Also, machen wir uns an die Arbeit. Ja. Das alte Ägypten studiert. Und da haben wir eine Menge interessanter Dinge erfahren. Ihre Sprache, ihre Art, ihr Benehmen und ihre wertvollen Stoffe. Interessant, was ihr gemacht habt. Warten Sie, bis wir den Rest präsentieren. Tatsächlich haben wir erstmal bloß ein Kleid gezeigt, um die Neugier zu steigern auf das Mysterium. Bravo. Ihr habt es genau auf den Punkt erfasst. Und jetzt, wer von euch kommt mit mir ins Tal der Tempel? Ich. Wahnsinnig gern. Ich würde ja mit Ihnen kommen, aber diese Schüler kleben immer an mir. Professor Bevilacqua, wir wollten Ihnen noch danken, denn heute haben Sie uns beigebracht, keine Angst vor Rätseln oder Geheimnissen zu haben, sondern sie anzupacken und aufzudecken. Und deshalb möchten wir Ihnen zu Ehren eine Party im Milky Way organisieren, wo wir auftreten werden. Das wird ein historisches Konzert. Allem Anschein nach gibt es jetzt noch ein Video mit den Moodboards als Protagonisten. Zu einem neuen Abenteuer sage ich nie nein. Sag die Wahrheit, dass die Schüler an dir kleben, war nur eine Ausrede. In Wirklichkeit bist du nur nicht mitgefahren, weil ich bin dein Favorit. Ah. Hoffen wir mal, dass ihm das Konzert gefällt. Es wird ihm gefallen, vertrau mir. Bianca, ich muss dir was sagen. Ich bin unter den 5 Finalisten beim Fotografenwettbewerb in New York. Das ist ja toll. Bravo. Und das ist alles nur dein Verdienst. Wenn du mich nicht auf die Idee mit den Restaurants gebracht hättest. Ich weiß, ich bin fantastisch. Diesmal habe ich nichts damit zu tun. Nur dein Talent hat dich so weit gebracht. Und mit dem wirst du auch gewinnen. Es ist schön, jemanden zu haben, der einen unterstützt. Das machst du ja auch immer bei mir. Los, wir haben ein Konzert zu spielen. Ja. Quinn ist ein wahrer und einzigartiger Freund. Und das ist kein Geheimnis. Ich bin wirklich sehr gern in der Nähe von Jacques. Verstehe ich gut. Oh nein. Nein. Das kann nicht sein. Ich kann den USB-Stick nicht finden. Er ist weg. Nein. Das ist einfach unmöglich. Ja, ich hatte ihn zuletzt in meiner Tasche. Und was jetzt? Jetzt habe ich schon wieder keine Notizen. Marie, wir werden ihn überall suchen. Auch wenn es fast unmöglich ist, einen winzigen Stick in einer so großen Schule zu finden. Das muss uns aber gelingen. Und wenn nicht? Ich könnte mir doch neue Notizen machen. Ich habe ja noch viel Zeit, bevor ich dran bin, weil es die Abschlussrede ist, richtig? Ganz richtig, ja. Und ja, das werde ich hinkriegen. Ja, ja, ich muss los. Viel Glück, das wird schon. Das muss ich sofort Bianca erzählen. Ich habe versagt. Ich konnte sie weder von hier vertreiben, noch sich vor allen Leuten blamieren lassen.
Maggie, da bist du ja. Ist alles bereit? Wo ist denn Marie? Vielleicht geht's doch. Lieber Herr Direktor, Sie habe ich schon gesucht. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht besser wäre, wenn Marie ihre Rede jetzt hält. Denn bei der Eröffnung werden sicher mehr Schüler da sein als zum Schluss. Finden Sie nicht auch? Optimaler Vorschlag. Danke. Jetzt verstehe ich langsam, was du vorhast. Wieso bist du immer noch hier? Du willst den Ehrengast sabotieren. Nein! Und wie kannst du mir das nur unterstellen? Was war denn im letzten Jahr mit dir los? Da habe ich einen Fehler gemacht. Ah. Das habe ich erst durch dich verstanden. Du warst davon überzeugt, dass die Moodboards und die Cool Ghost befreundet sein können. Du hast mir sogar vertraut, als ich es nicht verdient hatte. Weil du das Gute im Menschen sehen willst, Maggie. Auch wenn die anderen das nicht sehen können oder nicht verdienen. Und genau deswegen bist du so klasse. Du hast sogar Jacques gehen lassen aus Rücksicht auf seine Familie. Auch wenn es dir das Herz gebrochen hat. Maggie, ich weiß, du bist verletzt. Aber lass nicht zu, dass dich das verändert. Du bist was Besonderes. Oh nein, was habe ich bloß getan? Jetzt wird sich Marie wegen mir schrecklich blamieren. Maggie, ganz einfach ruhig bleiben und zählen. Okay, tu ich. Eins, zwei, drei. Es geht schon viel besser, danke. Siehst du? Jetzt wird alles gut. Ja, okay. Ja, klar. Die Papiere sind hier, hier im Schrank. Ich bring sie ihr. Sei zu jedem Gast freundlich. Immer. Ist sie denn in Schwierigkeiten? Braucht ihr vielleicht Hilfe? Quinn, du amüsierst dich prächtig, hm? Quinn? Wer ist Quinn? Ich bin der furchtlose und wagemutige Kavalier. Und ich bin hier, um dir dabei zu helfen, die schrecklichen Marionetten zu besiegen. Aber du bist doch auch eine Marionette. Oh nein, dann muss ich mich also alleine besiegen. Sei auf der Hut, Verräter! Da kann ja wieder jemand lächeln. Das ist doch viel besser als das Gesicht von vorher. Na, meinetwegen. Ich muss zugeben, dass ich mich entspanne. Du bist gut. Was muss ich jetzt noch tun? Dem furchtlosen Kavalier würde es gefallen, wenn er mit der Prinzessin tanzen könnte. Komm schon, Bianca. Ich weiß, du schaffst das. Okay. Weg des Zen. Weg des Zen. Jetzt weiß ich, warum ich Angst vor Marionetten hatte. Das ist doch lächerlich. Versuch, die Fäden straffer zu halten. Hier, siehst du? Hast du gesehen? Sie weiß nicht. Okay, ich gebe dir recht. Du bist echt gut darin und so übel sind die Marionetten nicht. Danke, Quinn. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Bedank dich bei ihm. Okay, jetzt bitte nicht übertreiben. Wenn dir ein echter Freund hilft, ist nichts unmöglich. Mach's gut, Angst. 3456, 3457, 3458. Hat da etwa jemand den Weg des Zen verlassen? Es reicht, ich gebe auf. Ich halte es nicht aus, dass Jacques so eifersüchtig ist und wie mich Nausika tyrannisiert. Und dann muss ich noch dieses kratzende Jute-Kostüm anziehen. Ach, und einen auf Miesepeter zu machen, bringt was. Ich bin kein Miesepeter. Was soll ich denn anders machen? Das mag jetzt albern klingen. Aber ich würde das mit dem Zen nochmal versuchen. Du hattest recht, mir hat's geholfen. Ich habe keine Angst mehr vor Marionetten. Du hattest wirklich Angst vor Marionetten? Das ist nicht lustig. Okay. Trotzdem ist das mit Nausika und Jacques nicht auszuhalten. Kannst du es nicht nochmal versuchen? Wir brauchen dich für den Videoclip. Bitte, 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 bitte. Okay, ich versuch's. Aber ich kann nichts versprechen. Das ist die bestimmt größte Verschwörung in der Geschichte der Mode. Bist du nicht aufgeregt? Klar bin ich aufgeregt, Maggie, aber ich verrat's nicht der ganzen Bar. Okay. Hallo, Kinder. Also, was ist bitte so aufregend und unaufschiebbar? Vielleicht sind wir den Machenschaften von Miss und Misa auf der Spur. Inwiefern? Erinnerst du dich, wie ich neulich bei der Lucy Style war? Ja. Also, wir wissen vielleicht, wer der Spion war. Der was? Na, der Spion. Irgendwie kamen ja die geheimen Informationen zur Miss und Misa. Das ist ein schwerer Vorwurf, Kinder. Habt ihr denn Beweise? Noch nicht. Deshalb brauchen wir jetzt unbedingt deine Erlaubnis für die Operation Entdecke den Spion. Genau. Und weil ich ein paar Bestellungen für Direktor Maffei machen muss, würde ich ganz kurz zu Lucy Style gehen. Es geht darum, wie der Spion die Entwürfe unbemerkt rausschaffen konnte. Nein, Kinder, das ist im Grunde absolut unmöglich. Die Originalskizzen sind im Safe.
Und die Kombination dafür weiß nur ich und einige Mitarbeiter, denen ich vertraue. Das Problem liegt genau da. Der Spion muss einer von Ihnen sein. Aber wir arbeiten doch ganz eng zusammen. Das hätte ich doch gemerkt. Sicher, in den letzten Monaten war ich bestimmt nicht so präsent in der Lucy Style, sonst wäre vielleicht gar nichts passiert. Es tut mir leid, Alberto. Wir hätten viel öfter nach Italien kommen müssen. Nein, nein, nein. Das ist meine Schuld. Mein Verhalten war unverantwortlich. Du bist nicht schuld, Papa. Deine Abwesenheit rechtfertigt doch nicht, dass man dich betrügt. Also bitte, erlaub uns die Operation und wir finden ganz bestimmt Beweise. Geheimnisse kommen immer ans Licht. Starten wir die Operation. Finde den Spion. Guten Morgen, Guten Schüler. Morgen. Ich darf euch bekannt machen mit Alfio Trevisan. Einem lieben Bekannten von mir. Ach, was sage ich, Bekannter? Ein lieber Freund. Lieber Freund, ja. Also, ein Freund. Mhm. Oh ja. Ich gehe davon aus, dass ihr schon von ihm gehört habt. Aber natürlich. Er ist der Zauberer des Glasfaserkunststoffes. Er war schließlich auf allen Covern. Sehr gut, Nausicaa. Alfio ist in der Modewelt berühmt für den Gebrauch ungewöhnlicher Materialien, Recycling. Aber bitte, Alfio, verkünden wir den Schülern, was heute die Aufgabe ist. Nur ein simples Spiel. Ihr müsst einfach alles vergessen, was ihr über Mode wisst. Aber das ist doch schwer. Aber so seid ihr frei für einen Entwurf mit unkonventionellen Materialien. Schüler, Inspiration findet ihr überall, auch da, wo ihr es nicht erwartet. Auch bei einem Pult aus gutem Holz und in bester Verarbeitung. Die Materialien stellt selbstverständlich die Schule hier. Aber ohne Schaden anzurichten. Verstanden? Dieser Trevisan ist der König der Verrückten. Maggie würde ihn mögen. Was ist? Kommt Maggie nicht mehr? Nein, wegen der der Operation, Bürobedarf für den Direktor. Die Aufteilung ist so. Edu, Quinn und Jack, ihr seid das erste Team. Eloise und Nausicaa das zweite. Gauzy, wir sind wieder zusammen. Das ist ja ganz wunderbar. Hallo, Maggie. Hi. Hast du deine Patienten schon versorgt? Nein. Ich brauche den Vitaminsaft. Kannst du bitte kommen? Danke, Bianca. Das hört überhaupt nicht auf. Dann war dein raffinierter Plan ja umsonst. Ja. Unmöglich. Die beiden lassen nicht mehr locker. Wird schwierig. Wir haben alle unsere Mappen schon fast fertig. Hatte ich irgendeine Chance? Ich konnte nicht mal anfangen. Aber die beiden brauchen mich wirklich. Ich muss für sie da sein. Sie sind meine Familie. Dann vergiss doch mal den Plan. Sei konsequent und kümmere dich um deine beiden Schnupfnasen. Du bist so lieb. Die haben echt riesiges Glück, von dir versorgt zu werden. Danke, Jack. Okay. Sie schlagen Alarm. Ich muss los. Es ist unmöglich, Zeit für mich zu finden. Maggie, bist du etwa traurig? Was ist los? Ich war fast ständig unterwegs und habe doch nichts erreichen können. Mein Zeitplan war völlig umsonst. Ich bin selber zu gar nichts gekommen. Und wieso warst du ständig unterwegs? Weil Bianca Fieber hatte und sie mich brauchte. Dann kam meine Mutter und wurde auch noch krank. Und dann hatte ich eben zwei Patienten. Und dadurch habe ich Zeit verloren. Weil du gleich für beide gesorgt hast. Ich habe es versucht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Nur habe ich jetzt keine Entwürfe, weil ich meinen Zeitplan nicht einhalten konnte. Wundert mich nicht. Zeitpläne können wie ein Gefängnis sein. Weißt du, was Black Hole meinte? Er sagte, alles, was man tut, ist besser als das, was man plant. Diese verlorene Zeit gibt's nur in deiner Vorstellung. Ich habe die Zeit verloren, weil ich den ganzen Tag bei ihnen war. Das war wohl das Beste und war dir offenbar noch wichtiger als deine Entwürfe. Was gibt es Wichtigeres, als sich um seine Liebsten zu kümmern? Meine Gespräche mit Black Hole wären für die meisten absurd, aber ich weiß genau, dass mich mein Kumpel Black Hole braucht und ich ihn niemals im Stich lassen werde. Ich hab's kapiert. Das heißt, je mehr ich jemanden liebe, umso mehr Zeit kostet es mich. So ungefähr. Ist irgendwie ungerecht. Oh nein, eher ein Weg, glücklich zu sein. Danke, Onkel Max. Aber natürlich, ich habe jetzt eine Idee für meine Mappe. Und du weißt, wer dich drauf gebracht hat. Black Hole. Leb wohl, akribischer Zeitplan. Meine Linie richtet sich an alle, die sehr viel zu tun haben, aber trotzdem entspannt bleiben wollen. Diese Entwürfe sind noch unausgereift, aber mit der Zeit...
Es geht hier also um zeitsparende Mode. Wer sie trägt, kann sie in wenigen Schritten umwandeln, also von casual zu elegant und von sportlich zu formell. Alles in einem vereint. Eine großartige Idee. Sehr gut, Maggie. Danke. Das gilt auch für euch. Ja, sicher. Eure Entwürfe werden die Tucker überraschen, denke ich. Ich wollte sagen, das Treasure natürlich. Ja, eine spannende Mode. Ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber du schaffst es doch immer. Toll gemacht. Gibt's was Neues von Bianca? Ist Peter Pan immer noch nicht von seinem Syndrom geheilt? Ich meine natürlich Onkel Max. Warten Sie ab. Jetzt schauen Sie mal. Professorin Tucker? Oh. Sind Sie das wirklich? Aber natürlich freue ich mich, Sie zu hören. Sie wissen ja gar nicht, wie sehr. Die Abwesenheit der Tucker hat in Onkel Max eine große Sehnsucht ausgelöst, die dann dieses Verhalten hervorgerufen hat. Wenn die Sehnsucht weg ist, dann wird auch das Syndrom weggehen. Sehen Sie? Ich verstehe. Es gibt nichts, das unmöglich ist für Nausicaa, nicht mal Onkel Max erwachsen werden zu lassen. Oh ja, wir hören uns. Sie hat mich angerufen, 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 sie hat mich angerufen. Sie liebt mich? Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Ich glaube, das kannst du aber noch besser. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich mich zu euch geselle. Ich baue gern eine Beziehung zu Menschen auf, mit denen ich zusammenarbeite. Nein, das freut uns sehr. Ihr seid wirklich ein tolles Team. Ihr werdet sicher sehr, sehr weit kommen. Wenn ihr es wirklich wollt. Was ist denn jetzt los? Guten Abend. Oh, Signor Lucy. Minerva Gasperini. Es ist mir eine Ehre und es freut mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Oh, freut mich ganz meinerseits. Trotz der starken Konkurrenz, in der unsere Firmen stehen, halte ich sehr viel von Ihnen. Wir ebenso von Ihnen. Würden Sie mich bitte für einen Moment entschuldigen? Ich muss mit meinen Töchtern reden. Viel Glück und froh schaffen. Ihnen ebenso. Wie ist es mit den Anwälten in New York gelaufen? Gut. Miss und Miese wurde wegen Werkspionage verurteilt. Wie? Das war's? Nicht mal ein Sprung, eine Pirouette, gar kein Freudentanz? Ich versuche gerade zu lernen, wie man... Wie sagt man das? Wie man einer Situation besser gewachsen ist. Ganz genau. Wie dem auch sei, ihr hattet wohl recht mit dem Spitzel. Ich habe mit einer meiner Vertrauenspersonen gesprochen und er hat alles zugegeben. Er hat mich hintergangen. Das tut mir leid, Papa. Mir auch, denn ich habe einen meiner besten Mitarbeiter verloren. Aber ich habe auch zwei neue gewonnen. Hört mal, ich habe eine Idee. Wir sollten zusammen essen gehen und das Ganze feiern. Ja, für mich bitte einen doppelten Hamburger. Ach, komm schon, Bianca. Nur ein winziger Regelverstoß. Hey, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Okay, aber nur dieses eine Mal. Ja. Ob wir nun Prinzessinnen oder Profis sind, eins wird immer das Wichtigste dabei sein. Oh. Bewahren wir uns unser inneres Kind. Also Senf und Ketchup und... Es ist, wie es ist. Du bist besonders. Als Designerin, meine ich. Das ist doch bloß ein Regenmantel. Aber er ist schön. Danke. Wo sind überhaupt die anderen? Ich weiß nicht, aber wir müssen endlich nähen. Keine Sorge, ich helfe dir. Maggie! Jacques? Wenn ich Marie nicht heirate, bleibe ich für immer eine Kröte. Oh, Jacques. Ich bliebe lieber eine Kröte. Aber bei dir, anstatt sie heiraten zu müssen. Aber du wärst immer noch mein Prinz, auch als Kröte. Dann flüchten wir eben auch ins Elsass. Hast du Elsass gesagt? Nein. Das heißt, doch, wegen der Kröten, die auswandern, wir müssen ihnen helfen. Ah, sicher. Natürlich. Ich bin eine Prinzessin ohne ihren Froschkönig. Oh.
Dürfen wir erfahren, wo ihr alle gesteckt habt? Liebe Freunde, diese Verspätung, mit der ihr erscheint, ist inakzeptabel. Seid jetzt bitte so freundlich und macht wenigstens am Schluss noch mit. Was ist mit der Waren, Maggie? Die hier ist mir unheimlich. Okay, machen wir uns an die Arbeit. Wir haben wenig Zeit. Dann üben wir die Choreografie. Deine Freunde schließen dich aus. Gezeichnet Spy Number One. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Choreografie, die ich selbstverständlich nicht mitmache. Wieso denn das? Na, weil mein Stilempfinden das nicht zulässt. Ich darf jetzt nur noch nähen oder euch überwachen. Und der Flashmob? Na, den macht ihr. Alles klar, ganz wie du meinst. Du tanzt nicht. Wir machen das. Los, Edo, du bist dran. Edo, na, mach schon. Ach, nein, bitte nicht. Muss ich unbedingt? Keine Panik. Vertrau auf Franz. Vertrau auf dich. Du wirst sehen, dass du es schaffst. Okay. So beginnt die verschreckte Kröte, sich vorsichtig zu bewegen. Diese Choreografie ist nichts für Prinzessinnen. Hey, Leute! Jack, was machst du denn hier? Du bist viel zu spät. Ja, das seid ihr auch, wie ich sehe. Ja, aber wir sind für die Feier nicht so wichtig, weißt du? Doch, ihr seid die Wichtigsten. Was läuft hier gerade? Ihr zwei? Heißt das, ihr seid wieder zu zweit? Genau, Edu. Ab jetzt sind wir wieder zu zweit. Und keiner wird uns trennen, wir gehören zusammen. Die Feier kann steigen, nicht wahr? Und zwar sofort, aber wo? Im Milky Way, oder? Ja, gehen wir. Hier liegt ja ein kaputtes Handy. Oh, meine Leidenschaft! Hey, wartet auf mich! Der Abend im Milky Way war perfekt. Zusammenhalt, darauf kommt es an. Guten Morgen. Wir haben etwas Wichtiges entschieden. Du hast gesagt, wir müssen bereit sein, für eine Karriere alles aufzugeben, was uns wichtig ist. Und unser Team ist uns aber wichtiger als so eine Karriere. Diese Art Ansichten macht mich krank. Begreift doch mal, wie groß diese Chance für euch ist. Und zwar nur für einen einzigen von euch. Wir wollen auf diese Chance nicht verzichten. Aber auch nicht auf unsere wunderbare Freundschaft. Und wie soll es jetzt weitergehen? Das wird sich ergeben. Ab jetzt arbeiten wir wieder zusammen. Einfach mal sehen, was geschieht. Es gibt nur eine Wahl. Karriere oder Freundschaft. Ihr seid ja so naiv. Wir sind kein bisschen naiv. Wir sind kreativ. Wir finden einen alternativen Weg und das Ziel kennen wir ja gut. Sie können noch viel lernen von diesen Schülern. Ich müsste meine Töchter mal sprechen. Es wird nicht lange dauern. Meine Anwälte können jetzt nachweisen, dass Miss und Miese nur eine Scheinfirma war. Sie waren nur damit beauftragt, Lucy-Style auszuspionieren. Deswegen blieben die eigentlichen Auftraggeber auch zunächst unerkannt. Wer sind die? Unser altbekannter Konkurrent. Das Treasure? Sie haben wirklich ein schmutziges Spiel gespielt, um das führende Modehaus in diesem Jahr zu sein. Und Minerva? Sie redet von Regeln, aber sie benutzt uns doch nur. Sie würde jeden skrupellos benutzen, wenn es um ihren Erfolg geht. Keine Sorge, das ist jetzt Sache der Anwälte. Aber so traurig das Ganze auch sein mag, wir sind uns dadurch irgendwie näher gekommen, nicht wahr, Maggie? Und wir hatten Zeit für uns, nicht wahr, Bianca? Das habe ich vermisst. In dieser Sache sind wir die eindeutigen Gewinner. Wir sind eine tolle Familie geworden und das ist das Wichtigste. Ganz genau, Papa. Absolut richtig. Bereit sein, alles zu verlieren für das, was wirklich zählt. Ich habe eine ganz wunderbare Familie. Es kommen keine Journalisten oder Reporter zur Live-Show. Minerva verbreitet böse Gerüchte über uns. Kein Label und keine Platte. Keine Rehabilitation für die Lucy-Style. Rein gar nichts. So habe ich mir das große Finale aber nicht vorgestellt. Das ist eben das Risiko, wenn man zu viel wagt, zu verlieren. Das nennt man Risikotheorie.
Sei still und spiel weiter mit deinen Erfindungen. Das ist gar keine Erfindung, sondern das zertrümmerte Handy von Marie, das interessiert uns nicht. Sei still! Seid gegrüßt. Ich bin Mr. Harry und das ist meine treue Freundin Tati. Na los, Tati, sag Hallo. Sei nicht so mufflig. Suchen Sie vielleicht jemanden? Ja, euch. Ich habe eure Mitteilung erhalten über dieses Gerät, dieses elektronische. Er hat eure Mail erhalten. Ah. Sie sind der Eigentümer des magischen Ladens? Stets zu euren Diensten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Aber es findet kein Konzert mehr statt. Oh, warum das denn? Das ist eine lange Geschichte. Die Geschichten werden, damit man sie auch versteht, bis zum Ende durchlebt und auch gelesen. Also führt sie fort. Meine Tati sagt gerade, nur wenn du an das Unmögliche glaubst, dann wird es auch möglich werden. Dieser Typ macht mir wirklich Angst. In der Mail habt ihr von der Magie der Spielzeuge erzählt, die plötzlich lebendig werden. Glaubt weiterhin an die Magie und verändert das Ende von eurer Geschichte. Was ist das? Das ist der Schlüssel zu meiner Gartenwerkstatt, in der ich die Spielzeugausstellung organisiere. Ich empfehle euch, euch nicht vor Sonnenuntergang dorthin zu begeben. Die Spielzeuge könnten sonst verärgert sein. Der Zwerg! In Wirklichkeit ist er doch beängstigend. Es kommt mir so vor, als wären wir hier im schrecklichsten aller Märchen. Vielleicht hat Mr. Harry recht. Vielleicht ändern wir doch das Ende unserer Geschichte. Vielleicht können wir das Unmögliche doch noch möglich machen. Ja, und wie möchtest du das anstellen? Keine Ahnung. Aber was haben wir zu verlieren? An Märchen zu glauben ist albern. Cozy, seht nur! Das sind unsere Kleider für die Live-Show. Wer hat die hierher gebracht? Und seht mal hier! Glitzer, Schuhe und Gürtel. Wer hat das alles hergebracht? Wollen wir das wirklich wissen? Also ich nicht. Alles ziemlich nützlich. Und ziemlich beängstigend. Leute, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Aber das hat jetzt nichts mehr mit beeindruckend zu tun. Wie kommt ihr mit der Arbeit voran? Waren Sie das alles? Was meinst du denn? Haben Sie uns all die Sachen hergebracht? Aber er ist verschwunden. Er ist weg. Also, er ist wirklich weg? Wie macht er das? Illusionskunst. Der Illusionist erschafft magische Effekte, indem er Tricks verwendet, die optisch oder auch mechanisch sind. Unglaublich. Sogar Magie klingt langweilig, wenn du sie erklärst. Los geht's, Leute. Beeilung. Dieses Event soll in die Geschichte eingehen. Wird sie ganz sicher. Die erste Live-Show ohne Publikum. Egal. Wir machen das für uns. Quinn, Jacques, ihr kümmert euch um die Musik. Ich und Bianca, wir machen die Kleider. Edu, hoffen wir mal, dass er sich erholt. Eloise? Nausicaa, könntest du nachsehen, wo Eloise steckt? Bin unterwegs. Was ist denn mit Nausicaa los? Sie akzeptiert Aufgaben, die wir ihr geben? Keine Ahnung, aber ich mag sie so. Das verdanken wir alles nur der Magie.